Da sind wir wieder. Freitagabend, Wochenende, heute Abend wieder Club Business Radio Show für euch hier in eurem Lokalradio und im Livestream. Heute Abend, wir haben es letzte Woche schon groß angekündigt mit Nils König, heute Abend ist er endlich hier, Christian Hinz. Schönen guten Abend, Christian. Schönen guten Abend, Mike. Christian, du hast auch den weiten Weg auf dich genommen, um uns heute Abend mit deiner Musik zu verzücken. Welche musikalische Richtung schlägst du ein? Im Haus. Haus, klassischen Haus, muss man sagen. So ein bisschen Disco, so in die Richtung geht das. Okay, ich bin sehr gespannt darauf. Ich würde sagen, the stage is yours. Viel Spaß. Zum Interview treffen wir uns gerne mal wieder hier. Jetzt erstmal hier für euch Christian Hinz. Club Business Radio Show, Radio Gütersloh, Radio Bielefeld, Facebook, YouTube, Twitch und so weiter und so weiter. Also viel Spaß. Bleibt dran.
Rock it, dick.
Take me there.
and house music was born. Christian Hinz, Club Business Radio Show. Ich will's und ich versuche es kurz zu machen, weil heute Abend der Sound phänomenal. Christian, richtig, richtig geiler Sound. Das freut mich sehr, dass es dir gefällt oder dass es euch gefällt. Also letzte Woche war ja dein Kumpel Nietz König hier an den Decks und der hat uns vorgewarnt. Der hat gesagt, pass auf, nächste Woche, wenn Christian kommt, das wird geil. Definitiv. Christian, ich möchte ein bisschen weiter aufholen. Wir haben uns kennengelernt über Facebook eigentlich. Genau. Vor... ich sag mal grob einem Jahr. Richtig. Und du warst oder bist damals, hast du uns eingeladen zu einem Stream, an dem ich nicht teilnehmen konnte, weil ich gesundheitlich nicht konnte. Ja. Dirk eingeladen. Erzähl mal kurz, was da dem passiert ist. Ja, wir haben am Phoenix Westgelände in Dortmund-Hörde haben wir angefangen zu streamen, weil ein guter alter Freund von mir, ein Schulkollege, da ein Restaurant aufmacht, das Hösch. Das hat mittlerweile auch aufgemacht. Und wir haben so ein bisschen die Corona-Zeit genutzt, um diese Location schon ein bisschen sozusagen in Fokus zu bringen. Das hat auch ganz gut geklappt. Wir haben verschiedene DJs da gehabt, zum Beispiel auch den Nils, der letzte Woche bei euch war, Dryan Ballinger, zu House Rocker, also auch so ein bisschen die alte Riege aus Dortmund. Und ja, und es geht jetzt weiter. Wir wollen das Ganze ja etablieren in Dortmund. Wir nennen das Ganze Phoenix Vibes wegen dem
Phoenix Westgelände und so weiter und so fort. Ja, und deswegen kommen morgen am Samstag, also am 14.11., haben wir eine kleine Veranstaltung mit 40 Leuten limitiert, nur Sitzplätze, keine Tanzveranstaltung mit Ryan Bollinger. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ihr müsst es aber reservieren, das dann bei Facebook zu sehen. Unter das Hösch.restaurant, dann werdet ihr das bei Facebook finden und dann seht ihr auch die Veranstaltung. Ja, und dann würde ich mich freuen, euch zu sehen. Ja, und so entwickelt sich das Ganze. Also wir wollen noch weiter hinaus, aber ich sag mal, Corona limitiert uns ja alle. Ja, leider. So traurig, wie es ist. Der Link dazu, von dem, was der Christian gerade erzählt hat, werden wir hinterlegen auf unserer Seite facebook.com/club-business-radio-show. Du machst die Bookings für dieses Hösch-Restaurant. Genau, also das Hösch-Restaurant ist das reine à la carte Restaurant, wo dann halt vom Burger bis zum edlen Steak alles angeboten wird, auch schön aufgemacht. Also man sollte sich die Seite angucken. Sieht wirklich besonders aus. Daneben ist aber die Lounge bzw. das Bistro, das nennt sich West, gehört zum Hösch und da sollen dann halt auch regelmäßig Partys stattfinden und da bin ich halt der Booker für. Also ich habe das schon verfolgt auf Facebook und Instagram und den Torben, ich sag mal der Boss des Ganzen. Ich muss euch auf jeden Fall besuchen kommen. Also, ganz egal, heute Abend noch geilen Sound hier. Ich wollte es kurz halten. Cooler Track. Neverending Gerät hier. Christian Hinz, Club Business Radio Show hier. Weiterhin viel Spaß. Bis gleich 21 Uhr.
you say my house is on fire. And we only have one house. When a room in your house is on fire, you don't say there's a fire in a room in my house. You say my house is on fire. And we only have one house. Thank you.
Christian Hinz, heute Abend hier für euch an den Decks bei der Club Business Radio Show. Christian, ein mega geiler Sound, ganz ehrlich. Vielen, vielen Dank, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Da haben wir, die Rede war ja schon lange davon, oder? Ja, aber trotzdem, es ist ja immer schön, wenn sowas dann auch wirklich wird, sagen wir es mal so, oder dann halt auch passiert, ne? Auf jeden Fall. Sag mal schnell, was können die Leute tun, wenn die jetzt deinen Sound hier heute Abend geil finden? Wie kann man mit dir in Verbindung treten? Oder gibt es so eine Art, ich sag mal, so ein Soundcloud, so eine Soundseite von dir? Soundcloud habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gepflegt, bin ich ganz ehrlich. Aber man kann mich auf Instagram finden, DJ_Christian_Hinz. Oder bei Facebook unter Christian Hinz.
Da findet man mich relativ zügig. Und da werden dann auch immer mal wieder Sets hochgeladen und so weiter. Und dann passt das. Und treffen können wir nicht im Hösch-Restaurant? Auf jeden Fall. Also im Hösch-Restaurant oder im West. Ja, wir werden das hoffentlich, wenn es Corona zulässt, jeden Samstag fortführen wollen. Zum Anfang immer von 17 bis 22 Uhr mit vorheriger Reservierung. Ja, und dann gerne auf die Seite gehen, gerne gucken, was passiert. Also wie gesagt, Ryan Bollinger sind am 14., also morgen da. Dann ist noch geplant, dass die zu Hausrocker kommen, also so wirklich die alte Garde aus Dortmund und noch ein paar andere Leute. Einfach die Seite verfolgen, einfach gucken, was so passiert und hoffentlich sieht man sich dann auch mal live. Hört sich sehr, sehr, sehr interessant an und sehr, sehr cool. Zu Hausrocker. Kenne ich doch damals aus dem Zuhause-Club. Mega, mega. Ich habe die noch auf Vinyl, einen Track von denen, Zuhause-Rocker. Warte mal, Donna is Calling. Nee, was anderes. Ich komme nicht auf den Namen. Egal. Christian, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Nächste Woche sind wir wieder hier. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Radio Bielefeld, Radio Gütersloh, Facebook, YouTube, Twitch und so weiter und so weiter. Jetzt noch ein paar Melodien von Christian Hinz am heutigen Freitagabend. Danke fürs Zuhören. Ciao, tschüss und vor allem auf Wiederhören sagen Mike Palzmeier und Christian Hinz. Ciao. Okay. I don't know what it is. It sounds good to me. Now, we're gonna get real weird here in a second. For example.
She's a star. Everybody loves her. She's so bizarre. Everybody's looking at her. Everybody's running for her. Everybody wants her body, but her body's nobody's. Bodies. Jolene.